So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde BVZ GW2. Ihr hört zwar den Sound, aber das Spiel seht ihr. Okay, jetzt. So. Wir spielen da mal eine Runde Türmatte in GW2. Schlag die Pflanzen nieder, okay. 8:12 steht schon. Oh, das sind viele Zitrus am Schacht. So, Mais habe ich. Und Zitrus glaube ich auch. Zwei habe ich, ja. So, ich spawn einfach mal neu, weil, ja, zu viele Gegner da auf einem Haufen. Da bringt es gar nicht abwarten, ob mich da irgendeiner wiederbelebt oder nicht, weil dann kratzt der halt auch in dem Moment direkt ab. Kommt mal her, dann heile ich euch schnell. So. Kurze Deckung. Ihr habt ja gehört, dass da ein Mais einen Butterangriff gestartet hat. So, da ich ja Heiler bin, belebe ich die mal schnell wieder. In der Hoffnung, dass die mich auch zurück wiederbeleben. Was sagt man zurück? Wiederbeleben. Dass die sich halt revanchieren bei mir. Dankeschön. Aha. Bin schon da. Mal nachladen und ja, weiter geht's. Also ihr seid ja nicht gewohnt von mir, dass ich da mit einem Wissenschaftlerspiel im Türmatte hat man ja sowieso nur die Standardcharaktere, deshalb spiele ich da mit einem normalen Wissenschaftler statt mit einem Computerwissenschaftler. Komm, komm, komm. Ja, ich habe kein Haftkügelchen. Natürlich kriegt mich jetzt die Rosi. Nee. Also der Standardding mag ich mal überhaupt nicht. Bleib mal da, Brainy, wenn ich dich heilen soll. Nee. Der verduftet da ganz einfach. So. Wer braucht da Hilfe? Komm, komm. Okay, ich glaube, ich habe da irgendeinen mit einem Haftkügelchen noch eliminiert. Aha. So, hab dich. Müssten die Rosi hin. Ha, hab sie. So. Rain schnell wieder beleben. Oh, da haben wir eine Kakteen. Halt. Oh, Schnapper hin. So, Schnapper hin, das war's mal für dich. Komm her, Wichtlein. Oh, ich habe selbst nur mehr 26 HP. Das wird spannend. Komm. Scheiße. Naja, hätte ja gut gehen können. Ja, Chica Gamer. So, lassen wir uns mal überraschen, wie es da ausschaut. Ich habe keinen blassen Schimmer. Also, Noisy Boy hat 12, Kay hat 9, Sol hat 7, She Wigget hat 8, Kapitän hat 4, Aquila hat 3, Jojo hat 3, Foot hat 3, dann Xarly hat 2, Chica Gamer hat 15, ich habe 10,
FMKBL hat 5, Samu hat 6, David hat 5, Daschal hat 2 und Baschka hat auch 2. So, dann machen wir noch eine Runde, da ich hier nicht von Anfang an am Start war. Kriegt ihr heute mal eine geile Folge. So, mit was spiele ich denn? Ach, ich kann da ja einen Wissenschaftler nehmen. Dann level ich den nebenbei ein wenig auf. So, Runde beginnt. Also, die Map mag ich mal gar nicht. Wer mein Kanal länger schon verfolgt, weiß, dass ich von der Map da nichts halt. Ganz einfach, weil man da viel zu viel campen kann. Also, die meisten gehen da rauf und campen dort oben. Nee, scheiße. Hat er mich gekriegt? Böse Erbse. Wart mal. Schwiggy, danke, dass du mich da wiederbelebst. Komm, 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 komm. Okay. Also eindeutig leckt das Spiel, ihr habt ja mitgekriegt, dass da die Animation sogar noch weiter ging, dass er schon tot war. Also, das kein Anzeichen ist von einem Leck. So, Schwiggit, komm her, ich heil dich. Bist du denn? Komm her. All-Star. Aha. Okay, hinter mir war eine Erbse, habe ich nicht mal mitgekriegt. Ich habe sie jetzt nur gehört, dass die da eine Chili-Bombe losgefeuert hat. Mann, stirb doch mal, scheiße. Schaut's denn aus? 7 Kills? Ich bin nicht mal so schlecht am Start mit einem Wissenschaftler, wie ich dachte. So, 7 zu 16. 8 zu 16, 8 zu 15. Boah, das ändert sich da sekündlich, wissen der hin. Bleib mal stehen. Ich wollte jetzt mal nicht die Feuerwerksraketen da los schießen, sondern den da ganz einfach verfolgen. Jetzt haben wir kurz einen. Oha, wo will denn der da hin? 22er Hit habe ich ihm verpasst. Gut gemacht. So, dann gehen wir mal schnell rein. Seeds of Time. Wo sind denn da die ganzen Pflanzen? Ach, da haben wir wieder mal ein Maischen. Ey, Wicht, beruhig dich. Sonst heile ich dich nicht mehr. Nee. Tja, da haben sie gut gekontert. Also die Rosi hat mich zur Ziege gemacht und der eine Mais hat mich da ratzfatz abgeknallt. Scheiß drauf. Diego Gamer, danke, dass du mich da wiederbelebst. Ja, da hatte ich viel zu wenig Leben. Also ich spawn da einfach mal neu jetzt. Weil wir mitgekriegt habt, wenn mich da jemand wiederbelebt, dann kratzt der halt auch ab und dann schenken wir sozusagen den Pflanzen 2 Kills. Dann lieber doch einen als wie 2.
Hab dich. Und wo ist er denn? Aha, da haben wir mal noch eine Erbse. Und die Rosit. Also für vorhin haben wir da noch eine Rechnung offen. Ah, wer braucht da noch Heilung? Der Pirat. Komm her. Aha. Ich hab gedacht, ich hab ein Haftkügelchen gehört. Ja. Aha, da drüben kommen sie. Oh, Level 9. Tempo Upgrade. Nee, und schon wieder die Rosi, Mann. Ja, was macht er denn? Mein Sieglein. Ich bin mal nicht so schlecht unterwegs mit dem Dingsbums. Mit dem Wissenschaftler. So, also 36 zu 47. Es schaut danach aus, ob die Zombies gewinnen. Ein Kill noch, haben wir's. Ja, ich habe den letzten Kill gemacht und bin gleichzeitig draufgegangen. Scheiße. Naja, kann man nichts machen. So, schauen wir mal kurz rein. Punkte Pflanzen haben wir 39, Punkte Zombies 50. Yeah, ich habe 3 Auszeichnungen. Yeah, super, der freut sich. Also, Xarli hat 12, Randy, Karin hat 7, David hat 8, Food hat 7, Kampfkracker hat 5, Kapitan hat 4, ich habe 19, Chica Gamer hat 10, Noisy Boy hat 9, FMKBR hat 4, Xantiam hat 3, Jojo hat 3 und Demixile hat auch 3. So Leute, das war's dann mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.